Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder den Euro Truck Simulator, den American Truck Simulator, ATS. Und ja, eben kleine Info, normalerweise spiele ich ja mit Lenkrad und mein Sohn, der hat sich den, hat von mir ETS 2 geschenkt bekommen und hatte das am Laptop von meiner Freundin gespielt, wollte das aber ganz gerne mit Lenkrad spielen. Das steht jetzt bei ihm im Zimmer und jetzt ist er natürlich ins Bett, weil wir haben auch schon, lass mich nicht lügen, 2:30 und da will ich jetzt nicht reingehen, das Lenkrad da rausholen und so. Deswegen spielen wir eine Folge. Ich nehme auch heute nur eine auf, weil ich lieber mit Lenkrad aufnehmen will, aber sonst hätte ich für morgen keine Folge. Deswegen nehmen wir einfach mal eine Folge ohne Lenkrad eben auf. Oh, das ist ein bisschen laut. Einen Moment mal. Audio. Nee. Doch, okay. Naja. Oh, wir haben noch eine E-Mail, die lesen wir mal eben. Benötigen Sie Gleitmittel? Geldmittel. Gut. Benötigen Sie Gleitmittel? Ich so, hä? So. Fahren wir mal die Strecke los. Oh, ich hab das. Nein. Ich muss das Geld haben. Weil ich endlich. Ich will ja endlich im Multiplayer spielen. Und, ich hatte das angetestet, ich hatte das im Multiplayer gespielt, nachdem ich die 2 Stunden voll hatte. Auf einmal hatte ich keine Aufträge mehr und ich habe mich dann erkundigt. Mikrofon aktiviert. Rote blinken. Jetzt habe ich mein Mikrofon aktiviert. Egal, ich bin eben eh Aufnahmestellen. Ja, und dann habe ich mich, dann hatte ich keine Aufträge mehr und dann habe ich mich erkundigt. Ja, und dann wurde mir gesagt, dass man auch schlafen muss. Ich wusste, dass man schlafen muss, aber ich wollte. Ja. Schon spielen und dann musste ich schlafen, damit ich neue Aufträge kriege. Und das ist wohl ein Bug vom Multiplayer, keine Ahnung. Und ich konnte nicht auf freie Fahrt gehen, zu keinem Hotel und so fahren, weil ich keinen eigenen LKW habe. So, dann wurde mir den Tipp gegeben. Übrigens danke nochmal an Peggy und ihren Freunden, die mir da so geholfen haben. Und ja, ich muss erstmal mir einen eigenen LKW kaufen, bevor man Multiplayer vernünftig spielen kann. Und daraufhin werden wir jetzt erstmal arbeiten, bevor wir dann richtig im Multiplayer spielen können. Aber wir werden definitiv im Multiplayer spielen, weil ich werde mir einen jemanden dazu holen, der das auch gerne spielen möchte. Und dann spielen wir das zusammen im Multiplayer. Ein alter Kollege von mir, den habe ich schon mal öfters hier auf meinem Kanal was gemacht. Wir müssen blinken. Da steht nämlich direkt schon wieder die Polizei. Ich möchte keinen Schaden kriegen. Und ich möchte auch natürlich schnell an meinen Auftraggeber sein mit meinen Sachen. So. Jetzt sind wir geradeaus. Da fahren wir in der Innenansicht. Ich finde das in der Innenansicht schöner zu fahren. Vor allen Dingen mit Lenkrad. Aber naja, gut. Kommen wir mal. Ich habe da echt Bock drauf. Freue mich immer, wenn ich aufnehmen kann. So, Post-Ad. Ich dachte, da steht FedEx. Alter, ich wollte schon jubeln. Da. Dann geht's mal los. Hoffen wir, dass wir gut ankommen. Wir sind 5.213 Euro haben wir. Dollar. Ich weiß gar nicht, wie viel ein LKW kostet. Ich habe auf jeden Fall ja gerade eine E-Mail gekriegt, Geldmittel zur Verfügung stellen. Vielleicht kann ich mir einen kleinen Kredit nehmen und dann, schauen wir mal. Mir wurde auch der Tipp gegeben, ich weiß ja nicht, mal Leute, die richtig Ahnung davon haben, also die dort schon öfter spielen, ihr könnt mir ja mal sagen, soll ich mir jemanden einstellen, der das macht? Also ich habe gehört, man kann für seine Firma jemanden einstellen und ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Man sagt mir, einen derjenige hat mir das geschrieben und sagte, da verdienst du Geld, auch wenn du nicht spielst, weil er 24 Stunden am Fahren ist und hin und her. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so stimmt, weil ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das wirklich wahr ist, weil warum sollte er fahren, wenn ich nicht da bin, aber gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das stimmt oder nicht. So. Und jetzt geht's los. Ich finde das Spiel so geil, ohne Witz. Das ist Bombe. Macht echt Bock und Laune. Und schade, dass ich gerade mit Lenkrad nicht spielen kann. Das ist echt schade. Aber naja. Nächste Folge wieder, morgen.
Morgen nehme ich wieder auf. Morgen nehme ich nochmal 3 Folgen, muss ich dann aufnehmen für die Woche. Und dann werde ich auf jeden Fall das Lenkrad nehmen. Ich wollte heute 3 Folgen aufnehmen, aber ich dachte mir. Nee. Ohne Lenkrad nimmst du nur eine Folge auf für Sonntag, damit du Sonntag eine hast. Weil ich finde es mit Lenkrad einfach cooler. Und ja. Ja. Immer so ein bisschen in die Chillpose gehen. So. Wo holt er mich? Verkehrt mit dir, Junge. Wie viele Meilen haben wir denn noch? Ach, noch 145, das ist ja gar nicht so weit. 145 Meilen. Wir sind in 3 Stunden da. Muss mal ein bisschen hier auf das Mausbett ziehen. War schon ganz hinten an der Ecke. So. Los. Stoff hier. Ehrenberg. Holt mich jemand? Echt Bock und Laune. Hätte es ja nicht gedacht, aber war ja das Game. Übelst geil. Mikrofon muted. Wenn diese Taste zum Blinken ist auch gleichzeitig die Mute-Taste. Grüne Farbe, die nervt mich ja. Nicht, nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Ich will keinen Schaden. Einfach keinen Schaden. Erst du jetzt mal. Da steht schon die Polizei. Also ich muss lernen, die Kurven ein bisschen besser zu nehmen. Ah, müsst ihr mal anrufen. Kriegt ihr ja. Wunderschönsten Waren. Komm, Stoff hier vorne. Komm. Kannst du mal Gas geben oder was? Dankeschön. Schulbus. Sieht bis jetzt ganz klasse aus. Aber man soll den Tag nicht vom Abend loben. Weil sonst stehe ich hier gleich wieder. Hm. Auch noch einen Unfall gebaut. Wird auch schon wieder dunkel. Naja. Wir kommen an unser Ziel. Wir kommen an unser Ziel. Und dann kaufen wir uns einen wunderschönen neuen Traktor. LKW. Traktor. Auch total der Shade. Eineinhalb Stunden sollen wir da sein, angeblich. Wenn man der Anzeige da unten auf dem GPS trauen kann. So. Müssen auf jeden Fall gleich da sein. So wie das aussieht. So, Stündchen noch. Wir auf jeden Fall am Ziel. Machen wir nochmal kurz Autobahn. Richtig Laune, ey.
Also, noch ein bisschen geradeaus. Will endlich im Multiplayer spielen. Weil ich denke, der Multiplayer könnte noch mal einiges lustiger sein. Sollte ich mal Licht anmachen. Sowas. Nur Lichtfahrer sind sichtbarer, ne? Ihr Bescheid. Lüb doch. Microphone activated. Tut mir so leid, ich werde die Taste umändern. Oh nein, bitte fang, komm mit keiner von vorne. War hier noch auf dem falschen Stand. So. Wupp. Ohne Schaden. Ausgezeichnet. Nice. Level 2! 3000! Oh ne, das gibt mal! Nice! Macht den Fernfahrrang 1. Lieferung bis zu 400. Vergütung und Lieferstrecken über 250. Ja, nice. Gehe aber, glaube ich, erstmal auf Warengut. Oh, kann ich. Ich könnte mir jetzt das auch so. Exklusive Stoffe. Das nehme ich. Das gibt bestimmt viel Kohle, wenn man das nimmt. So, guck mir nochmal eben die E-Mail an. Selbstständiger Fahrer gesucht. So, Sie sind sind an einer beruflichen Veränderung interessiert. Für eine größere Zahl an Auslieferungen suchen wir fähige Fahrer mit eigenem LKW. Wir bieten überzeugende Frachtraten von bis zu 4000 Euro pro Auftrag. Sollten Sie über ein eigenes Fahrzeug verfügen, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Ladestation in Los Angeles. Okay. So, was war denn hier? Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir attraktive Kredite für junge Unternehmer anbieten. Benötigen Sie eine Finanzierung, um Ihr Geschäft einen Schub zu geben? Wenden Sie sich an uns. Bitte besuchen Sie Ihr örtliche Bankfiliale für weitere Informationen. Okay. Das muss ich alles zurückzahlen, ja, ist klar. 1200 pro Tag. Jetzt muss ich aber mal eben gucken, LKW-Händler. Achso, da muss ich hinfahren. Ah, ihr Angebot an Kunden, achso. Möchtest du wirklich Los Angeles fahren, um Händler aufzusuchen? Nee, das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ein Guter, wir haben 8000 Euro. 8000 Dollar. Wuhu. Gefällt mir. Macht mir Spaß. Freezy GmbH. So. LKW kaufen? Ach, schickt er mich auch wieder dahin. Das machen wir in der nächsten Folge. Dann suchen wir uns mal einen schönen LKW aus, würde ich mal sagen. Nehmen wir uns vielleicht einen kleinen Kreditchen und dann schauen wir mal ein bisschen weiter. Vielleicht, ja, so werden wir es auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Ja, zeigt es mit einem Like, immer schön nach oben liken und schreibt in die Kommentare für Tipps und Tricks. Ihr wisst, ich bin da gerne für zu haben und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.